Servus YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Opening auf meinem Kanal. Heute von Konami mit einem etwas besonderen Pre-Release und mit dabei ist der Tim von Trader Online. Hallo zusammen. Und wir dürfen, wie ihr vielleicht seht, das neue Hauptset Ignition Assault aufmachen. Allerdings haben wir noch ein paar Schätze hier. Deswegen schieben wir das Display erstmal nochmal zur Seite und schauen uns mal die Prismatics an aus dem Set. Haben wir hier einmal Zeitdieben Perpetua. Auf jeden Fall, denke ich, auch eine interessante Karte, die Zeitdiebe auf ein neues Level heben wird, denke ich, so ein bisschen. Ja, ich glaube auch. Also das Deck bekommt ja jetzt viel, viel mehr Support in dem Set. Und ja. Ich finde es so interessant, dass sie ausgerechnet Prismatic jetzt ist. Aber sieht aber sehr schick aus, finde ich. Auf jeden Fall, ist eine interessante Karte. Hat auf jeden Fall was. Ja. Dann haben wir hier den Blitzsturm. Das ist natürlich wahrscheinlich mit die beste Karte des Sets. Und dann auch noch als Prismatic. Das ist natürlich ein absolutes Highlight, ne? Mein Geldbeutel wird weinen. Dann haben wir hier noch Aussah, die unerschütterliche Erdverzauberin. Ja. Zwei Monster, darunter ein Erdemonster. Da hatten wir ja die Wind zum Beispiel schon als Prismatic in Rising Rampage. Richtig. Ja. Dann haben wir hier noch Himmelsjäger Ass Rose. Rotze. Natürlich, also das Display, ich denke mal, das ist natürlich wieder ein bisschen klar. Man muss ja Skystriker wieder ein bisschen Spielstärke zurückgeben nach dem krassen Hit. Ob das dann überhaupt spielbar ist, das muss man schauen. Vielleicht mit mehr Floodgate so. Aber Stand jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht. Gut, aber ich würde sagen, wir machen uns mal an das Display. Vielleicht haben wir ja Glück und können selber auch eine Prismatic ziehen. Die gehören jetzt nicht uns, die durften wir uns euch nochmal zeigen. Hier. Genau. Und dann würde ich sagen, der Tim hat so eine tolle Technik, das Display aufzumachen, ohne dass man es beschädigt. Dann würde ich sagen, hau mal rein. Eben, ich muss es eben zu mir machen. Ja. Doch. So, hast du auch. Ich habe aufgemacht. Guck, super. Da ist nichts dran. Perfekt. Nichts. Gut, dann machen wir das Ganze mal auf. So. Hast du einen Mülleimer neben dir? Nee, ich glaube, wir legen die Booster einmal nach hier hinten. Okay. Dann würde ich sagen, ich nehme die rechte Seite. Okay, dann nehme ich die linke Seite. Du die linke Seite. Das ist ja so wie bei uns. Dann machen wir die linke Seite. Nimm die erstmal raus. Das ist auch noch von mir. So. Wir schauen einfach mal. Das tun wir direkt mal zur Seite. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Dann würde ich sagen, der Gast fängt an. Oh. Dann bitte. Dankeschön. Ich kann das jetzt nicht so ganz gerade halten. AI Schatten, das ist für Etignister auch, ne? Denke ich mir, genau. Das ist ja AI Schatten. Dann haben wir Megalith, Megalith heißen die so, ja? Ja. Genese, TAI Schlag, auch für Etignister. Porträt des Unterwäldlers, das letzte Set mit Wares. Ja, stimmt. Als Super Rare haben wir Kodiersprecher invertiert. Invertiert. Dann haben wir nochmal Geist trifft Mädchen, ein Mayakashi Manuskript. Katze mit 9 Leben, die ist richtig OP, die Karte. Zwei Monster der Stufe 9. Ja, die ist richtig Da denke ich direkt an Generator. Ja, genau. Mhm. Die ist eine richtig gute Karte für Generator. Ja. Die hat auch 3-3 Def. Nicht schlecht. Ja. Zeitdieb Chrono Corda, das ist die erste Supportkarte, als abgesehen von der Prismatic, die wir jetzt gesehen haben. Und Karakuri Gamma Öl, die haben ja auch Support bekommen. Stimmt. Und wir legen bitte die Rare und die Super Rare raus. Okay. Ach, du legst die immer hier direkt ins Bild. Genau, die kommen immer schön hier rein, die sortieren wir schön oben raus, dass wir direkt hier eine Übersicht haben. Und dann mache ich mal weiter. Mit Booster Nummer 1 für mich. Das ist echt ein cooles Gefühl, so das Ignition Assault vor allen anderen aufzumachen, ne? Durchaus, ja. So, da habe ich hier auch AI Schatten. Mhm. Dann weiter geht's mit Megalith Genese, ich mach das mal hier drüben. Katastrophal Grustiger Kalko. Dann die Transiskade, das ist auch ein crazy Name. So, weiter geht's mit Megalith Ermächtigung. Die legen mich direkt hier raus. Und wir haben Megalith Aratron, das neuer. Das ist, glaube ich, so ein reines Ritual. Genau, das ist doch dieser neue Ritualsupport Fels mit Block Dragon. Genau, genau. Das wird ja vielleicht auch nochmal relativ relevant werden oder könnte relevant werden. Ja. Besessener Uvua Loop, die Namen sind wieder on point. Karakuri Mönch MDL 9763. Kunamsan, alles klar mit dem Namen. So, das hört sich an wie so ein alter Nintendo. Stimmt. Megalith, och. Och. Ja. Ja, das ist dann auch nochmal einer von diesen neuen Fels-Ritualmonstern. Ja. Gut, dann. Okay. Da haben wir Chronomale Tuspa-Rakete. Das ist auch ein altes Deck, ne? Ja. Transdiskade, genau. Karakuri Geldherberge. Aha. Daruma-Schläger. Als Rare alte Krieger sage Sun Liu Bündnis. Und. Oh, Windpegasus. Windpegasus Etignista. Guck mal, eine Karte, die ist das ist übrigens auch eine. Das gab es noch nie, dass ein Ad-Zeichen im Namen einer das Karte ist. Das ist das allererste genau, Mal, ne? Ja. Ja, ich kann die übrigens gebrauchen. Geistertrickfee, nein, Spaß. Wachgeist und Wasserleviathan Etignista. Dass die kamen, ist, hätte ich nicht gedacht. Ja, aber finde ich trotzdem ganz cool. So Rare und Super Rare, Tim, ne? Legst du wieder raus? Ja, mach ich, such die gerade raus. Super.
So, dann mache ich direkt weiter. Ansonsten brauchen wir für das Opening hier eine Stunde. Ich glaube, wir ziehen jetzt mal ein bisschen mehr durch. Ich denke, das ist für euch dann auch ein bisschen spannender. Chronomaler Tusper-Rakete, sogar beschädigt hier. Die ist irgendwie kaputt. Ich weiß nicht, ob man das im Video richtig sieht. Hier siehst du, ja, da oben. Klar. Ja, irgendwie beschädigt. Doshin et Ignista, also schon ein bisschen Ignista gezogen. Xy wieder Aufstieg, Porträt des Unterweltes als Rare. Und die erste Ultra-Rare, das ist das neue Piraten-Set. Rotbart der Blünder-Patrouillen-Matrose. Ja. Finde ich mega cool. Wirklich spielstark, weiß ich nicht. Ich habe jetzt schon ein paar Mal online dagegen ein bisschen gespielt. Sie sind nicht ganz so schlecht. Aber wie gut sie letztendlich werden, das kann man halt, finde ich, auch noch nicht so wirklich abschätzen. Vom Artwork her finde ich die so ein bisschen nach wie Crankles. Ja, stimmt. Ne? Kommt dem schon sehr nah. Ja. Dann haben wir hier nochmal schon wieder so ein Karakuri. Irgendwie kriege ich immer die Namen. Ich sage jetzt einfach nur Karakuri Gamma. Den Rest speichern wir jetzt einfach mal an der Stelle. Dann haben wir hier den Fedran, der spitzbübische Wind. Also die deutschen Namen sind echt genial. Dann haben wir nochmal Geistertrick Fee und Verabschiedung der Drachenmädchen. Die Special Karte. Genau, stimmt. Von der Special Edition. Richtig. Von Chaos Impact war das, ne? Ja. Genau. Oh, da haben wir direkt die neue C-Karte. Oh, cool. Ja. Leuchtend schwarzes C-Kommando. Auch beschädigt übrigens. Auch beschädigt. Megalith Palik. Doniro, genau. Erdignister. AI Lieblingsfusion, die ist gut, die Karte. Dann haben wir, Dojo und Erdignister. Dann Megalith Portal. Megalith Och. Katze mit neuen Leben. Sehr schön. Sehr gut. Und Geist trifft Mädchen am Mayakashi-Manus. Super. Legst du wieder raus, die Rarities. Ja. So, mache ich in der Zeit, wo der Tim das rauslegt, gleich weiter. Ich bin das noch von uns, also wir legen die ja immer erst später aus. Ja. Deswegen. Don Nioribo et Ignista, also die Namen echt. AI Schatten, wir haben jetzt auch schon häufiger. Dann direkt nochmal leuchtend schwarzes C-Kommando. Katastrophal krustiger Kalko. Dann haben wir hier den vernichteten Erzunterwälter, der ist auch echt gut, ja, als Rare. Und Zeitdiebin Perpetua. Das ist für mich auf jeden Fall ein Highlight, die wollte ich unbedingt ziehen, weil Time Thieves sprechen mich auf jeden Fall an. Vielleicht sieht man da tatsächlich auch wieder so ein bisschen Kombination mit Orkus, weiß ich nicht, muss man mal abwarten. Finde ich das aber eine sehr, sehr gute Super Rare. Ich glaube, da müsste man sich nochmal genauer mit beschäftigen. Genau. Wachgeist, dann nochmal den Wasserleviathan Etignista und noch die Link Party. Die ist aber bald vorbei, die Link Party. Die Link Party ist bald vorbei. Ja. Also man kann immer noch sie machen. Aber ja. Gut, weiter geht's. AI Schatten haben wir wieder gezogen. Ich glaube, das ist mittlerweile ein Playset. Ja, das sind ein paar. Xyz Wiederaufstieg, Megalith Hagit, AI Ritual, Plünderpatrouillenwerft. Oh, das ist nur eine Rare. Das ist interessant. Das ist nur eine Rare. Ja. Okay. Super Rare, Megalith Aratron. Haben wir schon mal gezogen. Genau. Dann Karikuri Gamma, entbehrlicher Gerätebenutzer und Geistertrick Fee. Jawohl. Okay. Das, mir fehlen noch so ein bisschen die Secret Rares, Tim. Ja. Die ziehen wir jetzt. Mhm. Das heißt, ihr könnt noch gespannt sein. Und wir haben immer noch die Chance, übrigens hier auch eine Prismatic zu ziehen. Also ja, die Chance haben wir, weil das ist ja tatsächlich aus einem Case. Ne? Ja, deswegen AI-Ritual. Karakuri Geldherberge. Partnerlook. AI-Liebesfusion. Und oh, die legen wir raus, die Rare. Und dann haben wir hier Utgarda, Generator Boss der Täuschung. Das ist eins der neuen Generator Monster. Und das ist auch gar nicht schlecht, muss man sagen. Legen wir auch mal raus. Man sollte diese Generator nicht unterschätzen. Genau, man sollte die auch im Auge haben. Besessener Uwa Loop oder so. Zeitdieb, Chrono, Korda. Oder so. Karakuri Gamma. Und dann noch die Beileidspuppe. Erinnert mich ein bisschen an einen Horrorfilm. Chucky. Ja. Oder an Annabelle oder sowas, aber hier an der Stelle kein Copyright-Strike. Glockenträger Kampfflugzeug, Zeitdieb Zurückdrehung, Aufschlag-Armor, Lichtbogen Lightcroft, Lichtrache Etignista. Oh, sehr nice, sehr nice. Sehr nice. Katze mit neuen Leben schon wieder. Ja. Hiari Etignista, Link Party und Karakuri Gamma Öl. Sehr, sehr schön. Also bisher bin ich mit dem Display eigentlich relativ zufrieden. Wenn jetzt die Secrets auch noch on point sind, dann kann man nichts sagen. Ja. Aber irgendwie habe ich jetzt die letzten zwei Packs extrem schlecht aufbekommen. Irgendwie sind die sehr dünn, habe ich das Gefühl. Ich habe es einfach verlernt. Glockenträger Kampfflugzeug. Transiskade, Doshin et Ignista, Xy wieder Aufstieg, dann Aussa, die unerschütterliche Erdverzauberin als Rare und Karakuri Super Shogun MDL 00N Buraibu. Gesundheit. Alles klar, also ist auf jeden Fall ein mega geiles Artwork und schlecht ist die, glaube ich, auch nicht. Ich meine, die hätte ich mir schon mal vor längerer Zeit angeschaut. Gehen wir vielleicht am Ende nochmal kurz drauf ein. Megalith Betor, Wachgeist und Ruf zur Waffenkammer. Weiter geht's mit Gleichgewicht des pelzigen Schreckens. Mhm. Dann haben wir Megalith-Genese, Daruma-Schläger,
Glockenträger, da ich habe eine Secret gesehen. Glockenträger Kampfflugzeug. IB Keller Lutea, boah, ich glaube, ich weiß es. Oh mein Gott! Blitzsturm in Secret Rare. Oh, krasser Scheiß, ey. Guck mal, das, ich habe ja gesagt, das wird ziehen. Okay, das ist natürlich heftig, die legen wir hier runter. Ja, das habe ich ja gesagt, die ziehen gut. Wahnsinn, richtig, richtig gut. Zweischneidiges Schwert, Ruf zur Waffenkammer und Megalith Betor. Wow. Also, ich glaube, ich brauche zu dem Display schon nichts mehr sagen. Also, wenn ich kein Glück bringe, dann weiß ich auch nicht. An dieser Stelle war es das auch mit dem Video. Nein, Spaß. Nein. Das Geld wieder drin. No. Nein, Spaß. So, ich habe da übrigens das dritte Pack nicht gut aufbekommen. Vielleicht ist das ja ein Zeichen, aber es geht wirklich gar nicht auf schon mal. So. Stell dir mal vor, du ziehst die Chris Malik. Ich sehe wieder Aufstieg, werde ich auch mit zurechtkommen. Daruma-Schläger. Quikritter. Die haben wir noch gar nicht. Deutet auf eine Shortprint hin. Ich glaube, es ist eine Shortprint. Hat man tatsächlich bisher noch nicht. Lege ich einfach mal raus. Nein, es gibt gar keine Shortprints. Es gibt eigentlich keine. Da hast du natürlich recht. Alter Krieger, anmutiger Su Gong als Rare. Das ist auch von diesen werden die nicht auch in Piraten gespielt? Oder ich weiß es nicht genau. Nee. Als Rare. Und wir haben Marenzessin Pascalus. Erinnert mich ein bisschen an eine Toon-Karte vom Artwork, finde ich, oder? Ja, ne? So ein bisschen. Also ist doch schon. Ja. Dann haben wir hier Megalith Betor, den haben wir auch schon so oft jetzt. Wasserleviathan Erdignista. Vollstreckung des Vertrags. Verabschiedung des Drachenmädchens nochmal. Ja. Die Rising die Chaos Impact Special-Karte. Ja. Zum Thema Shortprint. Vielleicht doch keine Shortprint, vielleicht legen wir die gleich wieder weg. Megalith Hagiz. Dann alte Kriegersage Sun Liu Bündnis. Scheußliche losgekette Seele. Losgekette, ja. Hat wieder Support bekommen. Verabschiedung der Drachenmädchen. Federn, der spitzbübische Wind, Kopfentscheidung und Beileidspuppe. Und der Tim hat uns schon wieder die Rare und die Super Rare unterschlagen. Nein. So, jetzt gebe ich mir mal Mühe, dass ich das Pack mal wieder anständig aufbekomme. So, geht doch. Da haben wir hier Karakuri Geldherberge. Zeitdieb Zurückdehnung, Megalith Genese, Megalith Falek, also die Namen von den Viechern sind echt komisch. Dann Aide Wiedergeburt, ganz, ganz komischer Name. Ja. Und dann haben wir ja Jack Obolan. Okay, Zombie. Das ist eine gute Karte. Wie gesagt, wir gehen am Ende nochmal auf die Karten ein bisschen genauer ein. Karakuri Gammaöl, Zeitdieb in Betriebnahme und Megalith Portal. So. Dann bitte. Wir haben auch gar nicht mehr so viel. Hälfte haben wir ungefähr durch. Ja, mehr als das schon. Ja. Doni Ruby Etignista. Zeitdieb Zurückdrehung. Chronomaletuspa-Rakete. Überlebender der Schlacht. Oh, sehr, sehr nice. Oh, aber gut, dass Koloss auf Null ist, ne? Ja. Megalith Arathon. Entbehrlicher Gerätebenutzer. Ruf zur Waffenkammer und verabschiedender Drachenmädchen. Sehr schön. Die Karte wäre so broken gewesen, wenn Koloss immer noch auf 3 geht. Stimmt, das stimmt. Ich mache jetzt an der Stelle mal ganz kurz einen Cut, weil meine Kamera, wie ihr wisst, nur eine Viertelstunde am Stück aufnehmen kann. Deswegen ja, mache ich gleich mit dem nächsten Pack danach weiter. So, weiter geht's mit den nächsten Booster. Da fliegt das Booster direkt durch den Raum. Der Teilschlag. Katastrophal, krustiger Kalko, aufgeladene Wappenkunde. Erdgolem Erdignissa, auch ziemlich cool als Rare. Und wir haben hier alte Krieger, Sage, 3 Besuche. Ich glaube, die alte Krieger, sind das so ähnliches wie die Noble Knights? Ich weiß es nicht genau. Wie gesagt, legen wir jetzt erstmal raus. Geistertrickfee, Ruf zur Waffenkammer, Wachgeist und die Linkparty. Genau die. Machen wir weiter. Megalith Genese. Dann Schwerkraftbeherrscher, den hatten wir auch noch nicht. Stimmt, und der ist auch echt gut. Also, der ist eine gute Karte. Ja, sollen wir den rauslegen? Nee, den so rauslegen muss man jetzt. Okay. Aber Megalith, uns fehlt noch auch noch eine Secret. Ah, Lichtbogen, Lightcraft. Oh. Schwarzbart, der. Genau. Plünderpatrouillen Captain. Das ist auch TCG Exclusive, ja. Ne? Und wir haben jetzt auch alle Ultra Rares raus, ne? Wir haben alle Ultra Rares raus, ja. Ja. Vollstreckung des Vertrags, Hiari Etignista. Genau, der Gamma und Wasserlebertan Etignista. Gut, und das heißt, uns fehlt noch eine Secret Rare. Vielleicht haben wir auch Glück und ziehen 3, aber das habe ich schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt. Also wenn das passiert, dann Props gehen raus. Ja. Leuchtend schwarzes C-Kommando. Was damit angestellt werden wird, bin ich echt noch gespannt. Doshin Etignista, Megalith Genese, Gleichgewicht des pelzigen Schreckens. Alte Kriegersage, Sun Liu Bündnis und nochmal Utgarda, Generator Boss der Täuschung. Dann besessener Uvua Loop, Vollstreckung des Vertrags und Fedran, der spitzbübische Wind. Also, wir haben jetzt beide noch 3 Stück. Beide noch 3 Stück, ja. Ja. Okay. Karakuri Geldherberge, AI Ritual, Transiskade, Quikritter. Ah, Liebesfusion und dann Megalith OPL. Den hatten wir echt noch nicht. Der ist neu. Zeitdieb in
In Betriebnahme, Megaliportal und Hiari Etignista. Ja, so, dann haben wir jetzt noch drei Packs übrig. Und wir haben auf jeden Fall schon den guten Lightning Storm gezogen. Den guten Lightning Storm haben wir schon gezogen. So, drittletztes Booster für mich. Zeitdieb Zurückdrehung. Schwerkraftbeherrscher, chronomale Tuspa-Rakete, Vernichter, Erzunterwelt als Rare und nochmal den Karakuri Super Shogun MDL00N Buraibu. Also die Namen sind wieder wahnsinnig hier drin. Dann haben wir das zweischneidige Schwert, Hiari Etignista, Geist trifft Mädchen, ein Mayakashi-Manuskript und entbehrlicher Gerätebenutzer. Gut, dann komme ich jetzt zu meinem vorletzten Pack. Ja. Und uns fehlt immer noch eine Secret. Die ziehe ich jetzt. Call. Ich bin gespannt. Ich calle das. Schwerkraftbeherrscher, katastrophalkrustiger Kalko, aufgeladene Wappenkunde, Ibizella Lutea. Hatten wir auch noch nicht. Ne, die hatten wir noch nicht. Ne? Mhm. Genauso wie die Hexwerkerin. Stimmt. Die hat einen neuen Support bekommen. Neuen Support. Megalith-Bitor, Entschuldigung. Besessener Uvolop. Genau, Geistertrickfee, Vollstreckung des Vertrags. Ey, diese Namen immer, ne? Die sind echt hart. Ich geh mich gleich beschweren. So, jetzt auch mein vorletztes Booster. Ich bin gespannt, jetzt mache ich mal die Ansage. Jetzt ziehe ich die Secret. Aufgeladene Wappenkunde, Gleichgewicht des pelzigen Schreckens, Zeitdieb Zurückdehnung, Megalith, Hakit und, oh, direkt nochmal Ibizella, Lutea und als Secret wäre der Gizmekaku, der oberste strahlende Himmelshirsch. Also ich weiß nicht, das ist ja wahnsinnig. Kann man bessere Secrets sehen also aus diesem Display? Also das ist schon echt krass. Also das ist wirklich heftig. Der Gizmek und der Lightning Storm. Also was ein Display. Das ist echt krank. Der Lightning Storm und dann noch dieses neue Gizmek-Ding. Und den Karakuri, den nenne ich jetzt einfach nur so, den unterschlage ich jetzt. Link Party und Fedran, der spitzbübische Wind, Wahnsinn. Vielleicht ziehen wir jetzt doch noch drei, man weiß es ja nicht. Ne? Die Prismatic ist übrigens auch noch möglich. Also man kann ja trotzdem eine Prismatic ziehen. Das ist keine Prismatic. Tai-I-Schlag. Doniribu Etignista, Gleichgewicht des pelzigen Schreckens, Partnerlog, Eile Wiedergeburt. Kuji-Kiri-Fluch. Alles klar. Hatten wir auch noch nicht. Nee. Dann Zeitdieb Chronokorder, Wasserleviathan Etignista und Zeitdieb Inbetriebnahme. Nicht schlecht. Okay. Also. Echt? Also, ja, ich habe noch einen Booster vor mir. Ich weiß aber nicht mehr, was kommen soll. Ich glaube. Einfach nur super, aber ist auch ganz ehrlich gesagt völlig egal. Du hast so gute Secrets gezogen. Das ist Wahnsinn, einfach nur. So, Schwerkraftbeherrscher. Die Quiek, der Quiek-Ritter nochmal, also aber nur vier Stück von dem, das ist gar nicht so viel. Nee, Teilschlag, nochmal Erdgolem, Etignistas, nochmal cool. Und dann nochmal hier alter Krieger, treuer Guan Yun, den haben wir auch nicht gezogen. Das ist auch von diesem Kriegerset, was du eben den Noble Knights in Verbindung gebracht hast. Und dann haben wir. Das ist sowas ähnliches, wenn man nicht sagt. Ja, dann haben wir hier Megalith auch. Dann die Zeithieb in Betriebnahme, dann die Kopfentscheidung und Verabschiedung der Drachenmädchen. Gut, dann würde ich sagen, räumen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen und dann sehen wir uns gleich noch zu einem kurzen Recap. Da gehen wir auch noch mal ein bisschen genauer auf die Karten ein, die wir gezogen haben. Also sehen wir uns gleich, also bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zum Recap. Wir haben jetzt erstmal alles ein bisschen zur Seite geräumt und wollen tatsächlich jetzt nur noch mal auf die Ultra Rares und auf die Secret Rares eingehen, weil ansonsten wird das Video auch ein bisschen zu lang werden. Auf die ganzen anderen Karten werde ich noch mal in einem speziellen anderen Opening eingehen. Dann schauen wir uns das mal ein bisschen in Ruhe an. Tim, was würdest du denn generell sagen? Was ist denn deiner Meinung nach die interessanteste Karte jetzt? Ich meine, wir haben, denke ich, die beiden Highlights hier vor uns liegen. Ja, also für mich grundsätzlich jetzt halt gesehen nach der Bannliste ist definitiv für mich der Blitzsturm das interessanteste. Interessanteste. Ich hasse Deutsch. interessanteste, einfach aus dem Grund, dass jetzt immer noch HBM Flederwisch weg ist und das momentan Backo-Decks ja übel stark sind nach der Bannliste. Auf jeden Vor Fall. Allem halt Guru und so. Ja. Und deswegen ist das eine Karte, die man auf jeden Fall sie ist zwar teuer, also sie wird auch teuer sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Und die Karte wird jetzt bis zu MR5 halt auch richtig gut. Das stimmt. Also generell sollte man, auch vielleicht ist sie sogar mit MR5 noch gut, müssen wir mal gucken. Weiß man nicht. Weiß man halt nicht, kann man schwer sagen. Ich denke, zu denen braucht man auch nicht mehr so viel sagen. Die Effekte sollten bekannt sein. Die sind beide sehr, sehr, sehr starke Karten, die, denke ich, auch unsere nächsten 2 bis 3 Monate erstmal noch prägen werden, denke ich. Ansonsten zu den Ultra-Rares. Also die beiden TCG-Exclusive-Karten jetzt beispielsweise, dieses neue Deck-Thema. Dann Etignista, was ja jetzt auch rauskommt, wo ich zum Beispiel übelst gehypt drauf bin. Ich möchte das unbedingt spielen. Ich werde es mir auch anschauen. Ich finde es richtig, richtig cool, vor allem, weil Debug-Käfer jetzt wieder auf 3 ist. Ja. Und dieses alte Kriegersage, da sind waren auch viele Super-Rares bei und grundsätzlich sieht interessant aus. Und was man auch sagen muss, Cybers ist das auch wieder, ne? Und Cybers hat ja mittlerweile so viel Support, das heißt, man kann da echt viel spielen, deswegen sollte man das nicht unterschätzen. Genau. Das Deckthema, ob es dann letztendlich meta-relevant sein wird, das bleibt abzuwarten, denke ich. Ich denke sogar. Ja. Also mir wird oft gesagt, so, guck mal, Tim, in Japan nicht so viel, aber ich denke mal, Japan ist was anderes als hier, denke ich immer wieder. Das stimmt, ja. Ja. Naja, gut. Ansonsten haben wir, wie gesagt, hier diese
Piraten, mehr oder weniger, also in Anführungszeichen. Und ich würde sagen, dabei wollen wir es auch erstmal belassen. Ansonsten würde ich sagen, Tim, vielen Dank, ja, dass du beim Opening mitgemacht hast. Danke, dass ich dabei durfte. Ja, und nochmal vielen, vielen Dank an Konami, dass wir das Produkt hier als Pre-Release öffnen können. Vielen, vielen Dank. Und ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal.